Bayern München ist seit zwei Spielen sieglos, nun gastiert Ajax in der Champions League beim Rekordmeister. Niko Kovac hofft auf eine Befreiung. Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hofft im Champions League-Duell mit Ajax Amsterdam auf einen Schub für seine Mannschaft. Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächste vier Spiele gehen, sagte Kovac in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die Begegnung am Dienstag 21.00 Uhr live auf der ZN und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse. Erlebe die UEFA Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Die Situation in der Bundesliga nach zuletzt zwei Spielen mit nur einem Punkt wollte der 46-Jährige nicht mit der Champions League vergleichen. Man muss differenzieren, das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun, sagte Kovac, der nach der Niederlage bei Hertha BSC 0:2 und dem Remis gegen den FC Augsburg 1:1 ohnehin eine andere Betrachtungsweise wählt. Man kann auch sagen, wir haben von 9 Spielen 7 gewonnen. Die derzeit unzureichende Chancenverwertung begründet Kovac mit fehlender Präzision, seine 11 nicht so sauber gespielt, die wenigen Fehler in der Defensive werden bestraft. Insgesamt ist Kovac jedoch mit seinem Team zufrieden. Nach dem Duell mit Ajax hofft der Kroate noch auf einen Erfolg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach vor die nächsten Liga-Unterbrechung. Dann ist wieder eine kurze Pause, dann können die, die da sind, wieder Kräfte sammeln, sagte er. Mehr zur Champions League und Bayern München.